3. Mai. Das gute alte Reno ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nachdem die Sezession die Stadt vom lukrativen Spielbetrieb Kaliforniens abgeschnitten hatte, ging es schnell bergab mit ihr. Die luxuriösen Casino-Hotels sind heute bessere Absteigen. Ihre Besitzer haben sich schon vor langer Zeit nach Las Vegas abgesetzt. In der Nähe des Airline-Terminal frage ich die Leute auf der Straße, was sie draußen von Ökotopia hielten. Meistens zurückhaltende Antworten, obwohl ich manchmal einen Anflug von Verbitterung herauszuhören meinte. »Leben und leben lassen«, sagte mir ein grauhaariger alter Mann, »wenn man das da drüben überhaupt Leben nennen kann.« Ein junger Mann, der behauptete, Cowboy zu sein, grinste bei meiner Frage. »Tja«, sagte er, »ich kenne Typen, die sagen, sie wären wegen Mädchen drüben gewesen.« »Wenn man die Bergpässe kennt, ist es eigentlich nicht gefährlich. Sie sind ganz in Ordnung, solange man nicht versucht, sie reinzulegen.« »Aber wissen Sie was? Die Mädchen haben alle ein Schießeisen.« »Das habe ich jedenfalls gehört. Das könnte einen ganz schön nervös machen, was?« Er hatte große Mühe, einen Taxifahrer zu finden, der bereit war, mich über die Grenze zu bringen. Schließlich habe ich einen überreden können, der aussah, als hätte er gerade 20 Jahre Knast hinter sich. Ich musste ihm nicht nur den doppelten Fahrpreis versprechen, sondern obendrein noch 25% Trinkgeld. Als Draufgabe bekam ich dafür giftige Blicke und jede Menge beruhigende Kommentare. »Was wollen Sie denn da, da drüben? Das haben Sie ja wohl nicht mehr alle. Verdammtes Knackenpack da drüben. Da kommen Sie lebendig nicht wieder raus. Hoffe nur, ich überstehe es.«